Also wir haben, sagen wir mal, 5 Leute, die nichts zu tun haben. Weltkarte. Und jetzt gehen wir irgendwo hin, wo noch nicht waren, aber wo es ein wenig mehr Geld gibt als da hinten. Hier bräuchten wir 4 Bänke. 2 Bänke, das sieht doch gut aus. Da hätten wir jetzt gerne 1, 2, 3, 4, 5, 6 Leute. Mehr nicht. Und ihr steht erstmal nur. Leertaste. Sehen wir jetzt schon Hubschrauber von irgendwo anfliegen? Dann könnten wir nicht auch mal rausfinden, wo genau unsere Insel eigentlich ist. So schnell geht das wohl nicht. Die müssen erstmal alle dahin laufen. Und was zur Hölle bist du? Ein schlechter Alibi-Spitzel. Du wirst auch verwirrt. Hoffentlich. Da kommt Kane. Na endlich. Du läufst jetzt hier rein. Der Einzige, der verwirren kann, ist gerade am Schlafen. Das ist nicht gut. Wir brauchen unbedingt bald einen Ausbildungsraum. Was machst du? Ah, genau. Er wird wach. Ja, komm, jetzt verwirr den da. Pull ihm die Schuhe. Alles gut. Was macht Kane mit dem? Okay, er kann einfach nur angreifen. Aber das waren Erfahrungspunkte. Sehr gut. Bereitschaft. Grün, damit alle arbeiten können. Und Kane bleibt jetzt einfach hier und bringt jeden um. Also ist bestimmt nicht die beste Taktik. Aber, muss erstmal funktionieren. Wenn wir jetzt zu viele Fehler machen, starte ich einfach eine neue Karte. Das passt dann schon. Dann haben wir genug dazugelernt und machen weniger Fehler. Wie soll diese riesigen Räume am Anfang? Was ich jetzt noch machen wollte. Ihr seid am Arbeiten, ihr seid am Schlafen. Wir haben 40.000, das ist nicht viel. Du? Nein, bring sie nicht um. Ich wollte dich nicht auswählen. Du wirst bitte verwirrt. Du wirst auch verwirrt. Diese normalen Touristen dürften auch gar nicht durch die normalen Türen durchlaufen. Nur diese Spitzel machen das ja. Hubschrauber. Du bringst jetzt die Leute auf der Weltkarte weiter oder bringst du was zurück? Du bringst Spitzel. Das heißt, unsere Leute müssen inzwischen angekommen sein. Nee, sind gleich da. Zack. So, 6 Leute sind am Stehen. Wir bekommen 1200 alle 60 Sekunden. Nicht so viel, wie ich gerne hätte, aber besser als nichts. Jetzt gucken wir mal, wo der Spitzel hier rauskommt. Da, kriegt sofort einen Schwächentag. So, du wirst auch noch geschwächt. Was? Ich habe keinen Eliminieren-Tag angeordnet. Das habe ich genau gehört. Nummer 2. Dich haben wir eliminieren lassen, aber sonst niemanden. Warum kam gerade diese Ansage? Keine Ahnung. Aber ich sehe gerade, den einen wollten wir hier hinrichten lassen. Wo ist Lord Kane? Dum, 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 dum. Da ist Lord Kane. Du, geh mal hier hin. Wusste ich's doch. Der kommt nämlich bald raus. Und du bringst jetzt den da einfach um. Zack. So. Und die da wird verhört. Da. Sehr gut. Oh, vielleicht hätten wir bei dem Tötenbefehl auch irgendwas zuordnen müssen. Also irgend so eine Waffe, wo der Agent sich in letzter Sekunde daraus befreien kann. Das könnte sein. Sowas haben wir vielleicht noch gar nicht gebaut. Was gibt's denn hier noch so? Sicherheitszentrale, Verhörstuhl, Handfeuerwaffenschrank, Gewehrschrank. Das klingt doch sehr, sehr gut. Will ich aber nicht bei den Gefängniszellen haben. Also brauchen wir jetzt noch so einen Raum da. Zack. Wir hätten gerne eine Waffenkammer. Die können wir, glaube ich, ruhig hier hinsetzen. Muss auch nicht zu groß sein. So vielleicht. So, weiter. Und wir hätten darin gerne keine Gefängniszelle, sondern einfach nur einen. Waffenschrank. Und einen Handfeuerwaffenschrank.
Objektkauf wurde in Auftrag gegeben. Und was machen wir mit dem Rest? Da könnten wir jetzt noch diese Kontrollpulte hinstellen. Genau, die Sicherheitszentrale. Das Objekt wurde in Auftrag gegeben. So, sehr schön. Der Bau des Raums geht weiter. Dann haben wir unsere Bediensteten hoffentlich bald mal ordentliche Waffen in der Hand, wenn wieder irgendwelche Spitzel kommen. Nun, wir haben immer noch recht viele Leute hier. Und da Lord Kane zu Hause ist, dürfte er sich auch um die ganzen Spitzel kümmern können. Das heißt, wir schicken mal noch mehr Leute ins Ausland. 1, 2, 3, 4, 5. Die Wut hier ist auch noch einigermaßen okay, nehme ich mal an. Und wir können hier unten das Ding wieder einschalten. So, erstmal nur im gelben Bereich. Minimalbesetzung quasi. Und das passt dann hoffentlich. Du läufst zurück dahin. Und wir gucken mal, wie viele Handlanger wir inzwischen holen können. Wir können nämlich mehr holen. Sehr gut. Und wir bauen auch gleich mehr Spinte. So, du spinnt. Eins, zwei, drei. Charaktere wie das gerade gefangene Zimmermädchen nennt man Geiseln. Wird eine Geisel verhört, gehen die Fähigkeiten der Geisel auf den Folterknecht über und verwandeln ihn in einen besseren Bediensteten. Verschiedene Klassen von Geiseln führen zur Ausbildung verschiedener besserer Bediensteter. Durch ja, das hatten wir schon. Das heißt, wir haben jetzt zwei von denen, die verwirren können. Sehr schön. Du sollst einfach hier am Eingang bleiben. Und wir haben jetzt hier die zwei Fallen neu aufgestellt. Die wollte ich jetzt mal so verknüpfen, dass es auch einigermaßen funktioniert. Ich weiß immer noch nicht, wie es wirklich funktioniert. So. Die Ansicht ist auch ein wenig irreführend. So. Gelb. Gelb. Blau. Nein. Ich glaube, jetzt sind sie verbunden. Jetzt, wenn man auf das Ding darauf tritt, wird das da aktiviert. Schauen wir mal. Auch wenn das jetzt nur eine Seite des Korridors abdeckt, was suboptimal ist, aber vielleicht hilft's ja. So, ihr wird bitte ver... Was zur Hölle? Na, wuselt sich gerade jemand durch? Nee, genau das... Ja, der konnte einfach die Falle rüberlaufen, nichts ist passiert. Nicht gut. Na komm, dreh um, dreh um. Nö, will er nicht. Oh, wir sollten hier eine Tür bauen. Tür. Hier. Ah, eine Tür. Keiner von euch hat einen roten Kreis? Nein, sehr gut. Also diese Fallenkombination hat nicht wirklich funktioniert. Muss ich mal gucken, wie ich das jetzt anders machen kann. Also blaue Kreise sind es nicht. So, wie können wir dich verbinden? Das hatten wir eben schon so. Also ich glaube, blau war es genau das Richtige. Wir klicken jetzt 1 an. Das ist ausgewählt, das ist gelb. Dann können wir sagen, mit wem soll sich dieser gelbe verbinden. Und das wäre hier die Windfalle. Vielleicht war die nicht als aggressiv gelten. Sind die Fallen nicht ausgelöst worden? Weiß ich nicht. Da solltet ihr auf keinen Fall reingehen. Wo ist Lord Kane? Nur schon mal so vorsichtshalber. Du lauf mal ganz schnell dahin. Aber sie halten sich noch zurück. Sehr schön. Das heißt, Kane sollte sich auch zurückhalten. Bleibt mal hier hinter der Tür stehen. Und die Tür wird auch noch gleich gebaut. Die müssen sich echt komisch vorkommen. Aber na gut. So, Kane. Die haben sich zu weit reingewagt. Bringen die mal um. Zack. Ja, die Lebenspunkte von ihm gehen fast gar nicht runter. Sehr schön.
Ja. Jetzt sollten wir längst auch wieder mal ein, zwei von denen gefangen nehmen. Einfach nur hoffen, dass wir dann irgendwann mal Wachen bekommen. So, da kommen die hin. Türen stehen alle. Sehr gut. Weiter experimentieren mit den Fallen. Gelber Kreis. Wir können die nicht mit den hier... Doch. Die Druckplatte ist jetzt mit der Windfalle und mit der Windfalle hier hinten verbunden. Ah ja, komisch. Das haben wir jetzt deaktiviert. Das haben wir... Jetzt ist die Druckplatte mit der Windfalle verbunden und die Druckplatte auch mit der Windfalle. Also ich scheine langsam rauszufinden, wie das funktioniert. Aber trotzdem löst es nicht so aus, wie ich es gerne hätte. Bedienstete können ihre Basis viel effektiver verteidigen, wenn ein Überwachungsnetzwerk installiert ist. Installieren Sie mindestens eine Überwachungskamera, Lautsprecher und Sicherheitszentrale mit der gleichen Farbkodierung, um ein Überwachungsnetzwerk zu haben, das Ihre Bediensteten auf markierte Charaktere aufmerksam macht. Okay. Das ist doch mal ein Wort. Wir hätten gerne viel mehr Geld. Überwachungskamera. Hier am Eingangsbereich. So. Lautsprecher. Ich denke mal, die Lautsprecher aktivieren unsere Bediensteten. Also stellen wir die mal hier rein. Und das ist alles rot. Bist du auch rot? Ja, du bist auch rot. Sehr gut. Also wenn die rote Kamera etwas sieht, sieht das der Bedienstete hier und aktiviert dann die Lautsprecher. Denke ich einfach mal. So, und hier sind immer noch recht viele am Schlafen. Einer ist da drin. Wie schaut es hier unten aus? Fast voll besetzt. Sehr gut. Was sagt die Weltkarte? Die Weltkarte sagt, da ist schon wieder so ein komischer Typen. Detektive in dieser Region. Ist einer von uns. Ha. Also anscheinend haben wir nach und nach unsere Leute hier verloren und deswegen haben wir eine Basis neu produziert. Okay. Stopp. Können wir den irgendwie angreifen? Smash Gerechtigkeitspräsenz. Achtung. Oh. Leer sagte. So, Pause. Achtung, dies ist ein Agent der Gerechtigkeit. Solange er sich in einer Region befindet, leiden ihre Bediensteten erheblich unter Zermürbung und die Ausführung in Pharmaaktionen wird noch gefährlicher. Verstecken Sie sich. Okay. Das heißt, das können wir erstmal knicken, das Land. Dann gehen wir doch mal in irgendwas Grünes. Hier. 1, 2, 3. Raus. Und etwas Rotes da oben. Verteilen wir uns einfach mal ein bisschen. 1, 2, 3. Und gucken, wie viel Einkommen wir dann so haben. So, zurück zur Basis. Da haben wir wohl gerade keinen Strom mehr. Kein Strom mehr ist nicht gut. Wir würden gerne bauen. Ein Stromgenerator. Da. Für 10.000. Was bist du? Du bist einer von uns, richtig? Ja. Kann man jetzt gar nicht mehr so richtig auseinanderhalten, wer zu wem gehört, aber die scheinen alle zu uns zu gehören. Zumindest sehen alle gleich aus. Und Kane, nein, du bleibst mal schön hier drin. Ich will dich nicht draußen rumlaufen haben und alle Leute umbringen. So, du bist... Nein, nicht du. Kane, bleib hier. Linke Maustaste. Und du wirst verwirrt. Eindringling wurde mit Schwächentag markiert. Sobald er in die Nähe kommt. Gut. Unsere Jungs werden abgezogen, um ein wenig Geld zu verdienen. Und der Generator wird noch nicht gebaut. Denn unsere Schatzkammer hier hinten scheint jetzt benutzt zu werden. Weil einer von unseren Mediziner ist gerade dahin, hat sich einen Koffer geschnappt und läuft jetzt wahrscheinlich los, um einen Generator zu kaufen. Und wir haben nur noch 6.000 Dollar. Ja. Also ich bin gerade wirklich versucht, nochmal neu zu starten, nach den ganzen Fehlern, die wir hier gemacht haben. Aber gucken wir erstmal, wie sich das jetzt gleich entwickelt, wenn die auf der Weltkarte in zwei verschiedenen Ländern gleichzeitig arbeiten. Vielleicht bekommen wir dann ja genug Geld und dann passt das schon wieder. So, Hubschrauber hebt gleich ab. Noch sehe ich nirgendwo welche. Der hier ist am Verstecken. Oh, der ist weg. Stehlen? Also muss ich wohl echt nur kurz verstecken und dann war es das. Was ist das da?
Ohrstöpsel. Nein, danke. Wir wollen nicht noch mehr Medizin verlieren. So, da ist ein Hubschrauber. Sehr schön. Wie viel kriegen wir hier? 2000 alle 60 Sekunden. Das ist doch mal ordentlich. Und da unten bekommen wir auch 2000. Oh, ich glaube, es ist insgesamt 2000. Nicht pro Dingens da. Na, okay. 2000 alle 60 Sekunden ist trotzdem ordentlich. So. Wie schaut es aus mit dem Generator? Da müsste doch langsam hier in der Kiste mal nach unten laufen. Und ich könnte doch einfach irgendwas deaktivieren, oder? Was mit dir? Doppelklick. Ausschalten. Nö, anscheinend nicht. Ah, da kommt die Kiste angelaufen. Sehr gut. Keine feindlichen Spitzel. Das ist schon mal sehr gut. Und wenn wir gleich Strom haben, können wir mal gucken, ob sich auf der Weltkarte irgendwas dadurch tut. Also ob wir irgendwelche Länder besser ausspionieren können oder nicht. Oh, was mit dir? Du brauchst wohl mal eine Pause. Oder wir bringen dich einfach mal um. Können wir nicht. Ich dachte, wir könnten dich umbringen. Oh, können wir auch. Zack. So. Jetzt müssten eigentlich alle anderen schneller arbeiten. Und das habe ich nur gemacht, weil wir eh am Cap sind von dem Diensteten. Und wir in 60 Sekunden eh 9 bekommen. So, neuer Generator ist da. Haben wir auch endlich wieder Licht. Sehr schön. Und das Geld steigt ganz langsam nach oben. Gefängniszellen sind leer. Bodybags werden nach und nach hier reingestopft. Das wird sehr lange dauern, bis sie alle weg sind. Was war das gerade für ein Geräusch? Was macht Kane da für einen Unsinn? Geh du mal dahin. Ich will dich sehen können. Ganz schön leer hier inzwischen. Oh, die ganzen Spinde sind gebaut worden. Das heißt, wir können gleich wesentlich mehr Bedienstete holen. Sehr gut. Weltkarte. Gibt es hier was Neues? Keine feindlichen Agenten. Keine feindlichen Agenten. Und da auch nicht. Sehr gut. Dann können wir doch eigentlich noch ein paar hier hochschicken. Also wir haben jetzt in Rot was, in Gelb was und in Grün was. Das heißt, Blau fehlt noch. Schicken wir noch welche nach Japan. 1, 2, 3. So. Und dann müssten wir so bei 2500 oder was in 60 Sekunden sein. Ich bin mir auch nicht sicher, ob wir diese verwirrenden Tags jetzt wieder wegnehmen können von den Touristen. Ich glaube schon. Ich glaube, wir sollten die Tags nur dran machen, wenn die auch wirklich in der Basis drin sind. Denn anscheinend laufen unsere Kammerdiener hier, die Roten, auch erst zu denen hin und versuchen sie zu verwirren, wenn sie in der Basis drin sind. Na gut, das ist erstmal ein guter Punkt, eine kleine Pause zu machen. Das heißt, laden, speichern. Wir hätten gerne speichern. Und zwar nicht hinterhältiger Plan A, sondern nach Folge 7 ist das jetzt. Und wir sehen uns gleich wieder.